Wirklich mit dem Maurer können wir loslegen. 5 Uhr. Wir befinden uns ja mittlerweile in der dritten Staffel unserer Medical Valley Talks. Wir haben in der ersten Staffel eher so Fachthemen auf der Agenda gehabt. Und dieses Jahr im Frühjahr ist um das Thema Web 2.0 und webbasiertes Arbeiten gekümmert. Und jetzt, nachdem wir in der Mitte der Spitzenclusterförderung angekommen sind, haben wir uns gedacht, das macht Sinn, mal drüber nachzudenken, was müssen wir eigentlich jetzt schon tun, wo müssen wir uns jetzt schon Gedanken machen, um die Clustermanagementstruktur auch post 2015 nachhaltig sicherzustellen. Also was für eine Strategie müssen wir da entwickeln. Und dazu haben wir diesen kleinen Prozess 2015 FF ins Leben gerufen. Sie müssten eigentlich alle diese Postkarte bekommen haben in den letzten Wochen. Weiß nicht, wer hat die bekommen und gelesen? Die Hälfte. Ich lese mal kurz vor, was da hinten drauf steht. Hier steht, liebe Partner im Medical Valley, wir resümieren gerade, was in den letzten 2,5 Jahren im Cluster alles passiert ist und wir finden das wirklich beeindruckend. Das Medical Valley soll auch in Zukunft seine Dynamik halten, deshalb suchen wir kreative Köpfe, die mit uns gemeinsam an der Weiterentwicklung bedarfsorientierter Angebote im Medizintechnik-Cluster und damit an der Entwicklung des gesamten Netzwerks arbeiten. Unter dem Motto 2015 FF initiieren wir einen Prozess für alle, die kooperativ die Clusterstrukturen von morgen mitentwickeln wollen, damit die Erfolgsstory des Medical Valley weitergeführt wird. Sie hören von uns. Herzliche Grüße, Ihr Clustermensch. Also es geht sozusagen um eine Idee zu entwickeln für die Zukunft. Wie führen wir das Cluster nach 2015 fort? Kann man, wenn man so an Ideen, Innovationsprozesse in Firmen denkt, ist das ja oft so. Vorstand zieht sich in ein kleines Kämmerlein zurück, brütet dort was aus und gibt dann kund, wie es sein soll. Da haben wir uns gedacht, das ist für ein innovatives Cluster vielleicht nicht der richtige Weg. Wir wollen das eher partizipativ gestalten. Also wir wollen allen, die gerne mitgestalten wollen, die Möglichkeit geben, mit dabei zu sein, ihre Ideen einzubringen. Und deswegen haben wir jetzt diese drei Talks von heute bis zur Mitgliederversammlung, also Oktober, September, Oktober, November, dann im Dezember die Mitgliederversammlung, wo wir immer zwischen den Talks ihnen die Möglichkeit geben, ihre Ideen mit einzuspeisen, die wir dann immer im nächsten Talk auch präsentieren würden. Wir werden so ein Bewertungsverfahren aufsetzen. Der Jörg zeigt uns da gleich auch noch, wie das dann im Detail funktionieren soll. Und damit wir das machen können, haben wir dort in dieser Plattform, wo Sie hoffentlich alle schon ein Login haben, wenn nicht, einfach gratis später, dann werden wir Ihnen dann noch einen verschaffen, einen sogenannten Ideenmarktplatz eröffnet, dass Sie alle sozusagen als kleine Hausaufgabe zwischen heute und dem nächsten Mal, wir waren schon mal vor, es gibt Hausaufgaben, weitere Ideen einbringen können oder das vielleicht auch in Ihrem Projekt diskutieren, wenn da Ideen rauskommen, sozusagen diese Ideen da dann mit einspeisen. Damit kommen wir dann auch schon zum ersten Agendapunkt. Also heute würde der Jörg Trinkwalder uns mal so eine Einführung geben. Er darf nicht länger als 30 Minuten brauchen. Das ist Bedingung. Wie der Prozess aussehen soll zwischen jetzt und Dezember, beziehungsweise dann auch wie die Umsetzung in 2013 aussehen soll. Wir würden dann am Ende die letzte Viertelstunde verwenden, um Ihnen das auch mal live zu zeigen, wie dieser Ideenmarktplatz aussieht, damit keiner die Ausrede hinterher hat, ich habe nicht gesehen, wie es geht. Und Sie sozusagen ab morgen an dem Rechner kreativ werden können und Ihre Ideen einbringen können. Ganz kurz, ich möchte nicht näher drauf eingehen, aber das ist so ein Stück weit die Klammer, die wir uns gesetzt haben. Viele von Ihnen erinnern sich, wir sind 2009 in den Spitzencluster-Wettbewerb eingetreten und es war klar, dass Medical Valley einen zielorientierten Ansatz verfolgen soll und wir haben uns ganz klar eine Strategie gesetzt. Auch der Verein zeigt ein gewisses Wachstum, zeigt eine gewisse Weiterentwicklung. Vielleicht hier mal ganz kurz raus anhand der Mitgliederzahlen und der Mitgliederentwicklung dargestellt. Also Sie sehen mit Eintritt Spitzencluster und wie es dann die Kurve sich weiterentwickelt hat. Aktuell sind wir rund 140 Mitglieder, wachsen eigentlich jedes Jahr so um 25 bis 30 Mitglieder und sind eigentlich in dem Bereich eigentlich auch ganz gut unterwegs. Mit dem Nachteil, das muss ich auch immer gleich dazu sagen, wie das halt immer so ist, das ist ein Stück weit eine Philosophiefrage. Kleine Netzwerke haben natürlich eine höhere Betreuungsqualität, also ich vergleiche das immer so ein bisschen wie in der, das ist vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber in der Schule, sage ich jetzt mal, da ist natürlich der Lehrerschlüssel pro Kinder, natürlich je weniger Kinder pro Lehrer, desto besser.
Ähnliche Effekte gibt es auch in Netzwerken und Clustern. Das heißt, also man kommt natürlich schon an den Punkt, dass man sagt, okay, ist es wirklich günstig, 500 Mitglieder oder 1000 Mitglieder zu haben, weil natürlich dann die Qualität, die Betreuungsqualität sinkt. Mit dem Gewinn des Spitzenclusters, der ja vorhin schon angeklungen ist, wurden natürlich auch Wege erschlossen, entsprechende Strukturen und Dienstleistungsangebote hier zu etablieren, die auch bis zum Jahr 2015 weiter ausgebaut werden sollen, sodass man schon sagen kann, okay, sowohl der Cluster und die harten Indikatoren des Clusters als auch die Strukturen, Clustermanagement, sind gerade auf einem guten Weg in der Weiterentwicklung. Aber, und das ist eigentlich so ein bisschen der Kern des Prozesses 2015 FF, für uns stellt sich eigentlich jetzt, so nach der Hälfte Spitzencluster, Hälfte des Weges, die Frage, wie können wir die Weiterentwicklung des Medical Valleys noch erfolgreicher gestalten? Und vor allen Dingen, und das ist uns vor allen Dingen wirklich ein ganz großes Anliegen, das soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, es geht wirklich darum zu sagen, wie können wir das stärker an ihren Bedürfnissen ausrichten? Das heißt, alles, was wir zentral anbieten, aber nicht ihr Feedback oder ihren Bedarf trifft, ist verlorene Zeit und dementsprechend ineffektiv und ineffizient. Das ist also, sagen wir, unser großes Anliegen. Deswegen, das war so ein bisschen die Vorrede, die Initiative 2015 FF heißt also FF folgende, das heißt also wie kriegen wir diese Strukturen weiterentwickelt, sodass wir die Dynamik, den Schwung, den wir aufgenommen haben, möglichst nach 2015 fortsetzen. Wir möchten das, und das habe ich ja gerade gesagt, möglichst mit allen Clusterpartnern tun, im Sinne von Bedarfsorientierung, das heißt die Angebote, die Strukturen, die jetzt im Cluster entstanden sind, man kann die natürlich auch hinterfragen, das ist natürlich auch erlaubt. Aber es geht natürlich auch darum, die entsprechend weiterzuentwickeln. Und das ist eben auch ganz entscheidend, ich meine, das korrespondiert auch sehr stark mit dem Punkt Bedarfsorientierung, es geht natürlich auch sehr stark darum, das Service-Portfolio des Cluster-Managements noch stärker nach ihren Bedürfnissen auszurichten. Dementsprechend mit diesem Prozess 2015 FF ist eigentlich verbunden, und das ist heute eine zentrale Botschaft, dass wir Sie, sofern Sie daran Interesse haben, gewinnen wollen, sich als eine Art Medical Valley Vordenker in diesen Prozess einzubringen und entsprechend Dienstleistungen und Strukturen mit weiterzuentwickeln. Die Fragen, die dabei im Vordergrund stehen, ist, in welchen Feldern, auch das habe ich jetzt schon öfters adressiert, in welchen Feldern sollte das Clustermanagement Kompetenzen aufbauen? Welche Dienstleistungen soll das Clustermanagement tatsächlich entwickeln? Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich herausheben möchte. Es geht nicht nur um Dienstleistungen, sondern es können auch natürlich Strukturen oder Infrastrukturen als Vorschlag eingebracht werden. Auch dafür bringe ich später ein paar Beispiele. Für uns stellt sich natürlich schon die Frage, wir öffnen, ich sage jetzt mal im Sinne eines Innovationsmanagementmodells den Trichter möglichst breit. Also wir haben nicht nur Mitglieder mit dieser Aktion 2015 FF adressiert, sondern bewusst alle Akteure in unseren Verteilern, weil wir jetzt den Trichter öffnen möchten und möglichst viele Ideen einsammeln wollen. Am Ende muss es natürlich schon auch darum gehen, dass wir im Sinne von, das Simon hat es ja schon eingeführt, manchmal macht es der Vorstand im stillen Kämmerlein, aber auch der muss dann natürlich Aspekte wie Finanzierbarkeit oder mögliche Ableitung von Geschäftsmodellen oder und den Faktor Realisierbarkeit im Auge behalten, und ähnlich wird es uns dann Richtung 2013 natürlich auch gehen. Vielleicht ganz kurz unser Vorschlag zur Umsetzung dieses Prozesses. Wir haben begonnen mit dem Aufruf, mit der Postkarte, die vorhin schon vorgelesen wurde, und haben beim Review-Meeting der Spitzencluster-Projekte so eine Umfrage gestartet. Da haben viele, glaube ich, gedacht, okay, die
was wollen wir denn jetzt? Die nächste Umfrage, wir sind schon wissenschaftlich evaluiert worden, ständig kommen irgendwelche Leute auf uns zu und stellen Fragen. Hat aber ein bisschen dazu gedient, einfach um zu sagen, einfach um auch für diesen Prozess nochmal zu sensibilisieren. Und befinden uns jetzt in diesem ersten Ideentalk, wo wir eben heute, und da setze ich dann in meiner Präsentation fort, eigentlich mal so ein bisschen das aktuelle Profil und Dienstleistungsportfolio zeigen möchten, den Prozess an sich vorstellen und dann die ersten kleinen Hausaufgaben, klingt schrecklich, aber das, was das jemand gesagt hat, eben definieren möchten, um dann in mehreren Loops, in mehreren Schleifen einfach diesen Prozess über verschiedenste Plattformen bei uns im Cluster zu kommunizieren und eigentlich den Filter Richtung 2013 zulaufen zu lassen. Der nächste Schritt wird sein, wir haben ein Gremium, das nennt sich Executive Lunch, das ist also, das sind die Geschäftsführer von Medizinprodukteherstellern tatsächlich, die kommen einmal im Quartal zusammen. Da werden wir diesen Prozess einspeisen. Am 6. November findet der zweite Ideentalk statt, wo wir hoffen, dass praktisch zwischen diesen zwei Terminen Ideen einfach kommuniziert werden und schon mal eine Ideensammlung entsteht. Und dann am Ende natürlich dieses Thema, diese Ideen, die bis dahin gesammelt wurden, auch entsprechend in der Mitgliederversammlung nochmal in einem breiten Kreis oder nochmal frei vorzustellen und auch entsprechend zu diskutieren. Richtung 2013 stellen wir uns vor, dass wir die bisherigen Ideen, die bis dahin gekommen sind, also bis Ende 2012, entsprechend priorisieren, nochmal eine Schleife drehen über eine Sammlung weiterer Ideen, um dann in 2013 eigentlich im Idealfall Projektgruppen zu gründen, die Teile oder Teilaspekte dieser Ideen entsprechend begleiten und umsetzen, um am Ende dann eigentlich im Jahr 2013 wirklich diese Strukturen oder Dienstleistungsideen, Service-Innovationen entsprechend ausgestaltet zu haben. Und möchte damit eigentlich schließen. Wir haben ja letztes Jahr begonnen schon mal mit zwei Workshops, diesen Prozess Medical Value Roadmap 2015, so hieß er damals noch, jetzt heißt er 2015 FF, ich würde jetzt mal sagen, anzudiskutieren, anzudenken. Und damals war es so, dass als Ideen auch schon entsprechend priorisiert kam, dass eigentlich das Thema clusterspezifische Aus- und Weiterbildungsangebote noch unterrepräsentiert ist. Das Thema Kapitalakquisition war eine Idee, vor allem im SIG-Bereich muss noch mehr geschehen. Das Thema Aufbau Medical Value Senior Experts Network war gewünscht. Und damals kam auch dieses Thema Aufbau eines Forschungscampus hoch. Das waren eigentlich sozusagen mal im Kern die Ideen, die damals generiert wurden. Bleibt die Frage, jetzt habe ich viel geredet, das würde uns natürlich interessieren, was sind Ihre Ideen? Jetzt denke ich mir, habe ich Sie vielleicht ein bisschen vollgefahren, überfahren? Also erstmal durchschnaufen. Ja. Genau. Vielleicht ganz kurz, ich habe es vorhin schon gesagt, was wir uns wünschen würden oder was ideal wäre, wenn Sie so eine Art Medical Value Vordenker werden, wenn Sie anfangen mit uns Ideen auszutauschen, auch entsprechend zu diskutieren. Und für heute wäre, sage ich mal, eigentlich das Ideale, was wir heute schaffen wollen, über diese Thematik, über das, was wir vorhaben. Und wenn Sie anfangen würden, bis zum nächsten Ideentalk, zu dem Sie dann hoffentlich auch wieder kommen, Ideen einfach mal wirklich stichwortartig anzudenken, wo Sie denken, wo könnten noch Services, Angebote entstehen, die Ihnen weiterhelfen oder Strukturen, dann wäre das eigentlich ideal. Und wie das dann konkret umgesetzt werden kann, dafür zeigen wir dann später auch eine kleine Live-Demo.